Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem zweiten Teil unserer Playmobil-Geschichte Toni in Gefahr. Mal sehen, wie es weitergeht. Hä? Warum denn Wache schieben? Wofür denn? Ach, wir haben da so das ein oder andere Ass im Ärmel. Ach ja, das wollte ich auch noch fragen. Wie habt ihr denn eigentlich vor, Karlchen zu schnappen? Ganz einfach. Du siehst ja, wir haben uns Toni geschnappt. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass die beiden sich mögen. Also gehen wir davon aus, dass Karlchen herkommen wird und zack, haben wir ihn in der Falle. Und wir haben das wie folgt gemacht. Wir haben einfach Toni angerufen und haben ihm gesagt, wir haben Karlchen geschnappt, der soll lieber schnell kommen. Kurz darauf kam er auch schon an und dann, naja, wurde er eben niedergeknüppelt. Und tada, haben wir ihn hinter Gittern. Direkt da drüben, wenn Sie mal einen Blick drauf werfen möchten. Damit kommt ihr nicht durch! Karlchen wird niemals darauf reinfallen! Tja, soweit zu unserem Plan. Und ich würde sagen, ich führe Sie jetzt einfach mal durch die Räumlichkeiten. Bitte folgen Sie mir. Ja klar! Mund halten, Räuberschreck, das ist ein Journalist, mit dem wird nicht gesprochen, klar? Psst, Toni, die schreien jetzt. Ich bin's, Karlchen! Karlchen? Wo bleiben Sie denn, Hans-Joachim? Hanse, was? Ah, ja, ich komme! So, ja, das war eigentlich alles. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss noch ein paar Akten durchgehen, damit der Plan fehlerfrei funktioniert. Meine Herren, hat das lang gedauert. Ich wette, der hat schon mal jemanden zu Tode gequatscht. Okay, Mission Toni retten wird jetzt eingeleitet. Als erstes brauche ich diesen Schlüssel, den hat Johnny. Oh, perfekt, hier ist er ja. Er schläft und er hält den Schlüssel in der Hand. Das ist ja einfacher, als einem Kind den Lolli zu stehlen. Oh Mist, er hält den Schlüssel ganz schön fest. Wenn ich den jetzt einfach rausreiße, wird er bestimmt wach. Aber ich habe eine Idee. Zack! Haha, der gute alte Austauschtrick. Jetzt nichts wie weg hier. Okay, und die beiden schlafen wie zwei Holzfäller. Hätte ich gar nicht reinkommen müssen. Ich glaube, dann schließe ich einfach nur die Tür ab. So, Freunde, schlummert ruhig. Und jetzt muss ich mich um den Präsidenten kümmern. Okay, also wenn Karlchen kommt, dann erstmal einmal die Tür einhaken. So, wenn er dann kommt, ich sage mal, dann geht die Tür auf, dann kommt... Ah ja, der Präsident scheint beschäftigt. Aber ich gehe auf Nummer sicher, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Wollen wir doch mal sehen, wie Don Bandito damit klarkommt. Na los, Mäuschen, lauf los und hol's dir! Ah ja, okay, gut. Ja, das müsste so funktionieren. Das ist ja alles klar. Gut, nächste Akte. Was? Ah, eine Maus! Eine Maus! Eine Maus! Meine einzige Schwäche! Geh weg, geh weg, weg, weg! Hau ab, hau ab! Haha! Der Plan ist aufgegangen, jetzt ab zu Toni! Okay, Toni, ich bin's! Ich bin hier, um dich zu retten! Los, Toni, es ist offen! Raus mit dir! Okay, bist du wirklich Karlchen? Toni, dafür haben wir keine Zeit! Das muss aber sein! Ich will nicht schon wieder in eine Falle laufen! Okay, wenn's sein muss! Dein zweiter Vorname ist Rüdiger! Okay, das weiß wirklich nur Karlchen! Lass uns los! Um diese Typen hier kümmere ich mich später mit Verstärkung. Ja, was auch immer. Los, weg geht's hier. Vielen Dank für die Rettung, Karlchen. Du hättest aber nicht kommen müssen, das weißt du. Schon klar, Toni. Aber du hast mir oft genug das Leben gerettet. Ich würde sagen, jetzt sind wir endlich quitt. Okay, Karlchen. Jetzt sind wir wirklich quitt.